So, moin moin, was hier nur Didi? Da will ich mich heute mal wieder ein bisschen um Musik kümmern. Und zwar mache ich das mal jetzt theoretisch. Das heißt auch, ich will mich jetzt beschäftigen mit der Ass-Dur-Tonleiter. Ass-Dur. Oder man kann auch schreiben AB. Ne? A und das B heißt dann, dass das A vermindert ist. A. Einen halben Ton Schritt zurück, vermindert, ne? A, B. Und diese Tonleiter, die ich mich jetzt kümmern hier, ja, die kann man auch jetzt so schreiben, Gis, A, Is, H, dann ist das erhöht. Und wenn man die Tonleiter aber rückwärts geht, beziehungsweise die Töne vermindert, von A nach ein zurückgeht, hat man Ass. Wenn man von G nach A geht, hat man ein Gis, ne, einen halben Schritt. Ne? Aber wir machen ja mit Bs alles jetzt hier, ne? Und nicht mit C. Ich will das nur mal so verdeutlichen. Also das ist hier die chromatische Tonleiter, ja? Die hier. Die Halbtonschritte G, A, A, Is, H, C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis. Ja? Derselbe Ton hier, der Gis, ist derselbe Ton wie dieser hier. Weil das ist die enharmonische Verwechslung. Der Ton und der Ton sind gleich. Die werden bloß immer verschieden geschrieben. Ne? Entweder als erhöht oder erniedrigt. Ne? Kann man sich immer merken. Und dann weiß man auch, wenn man nach oben geht, hat man chromatische Tonleiter in Halbtonschritten. Und wenn man rückwärts geht, also wenn man die Töne Ass und nach G zurückgeht, dann sind das ja Erniedrigungen, alles Bs. Ne? Verminderung. Die Bs sind Verminderung und die Kreuze sind Erhöhung. Ne? Einen halben Ton erhöht. So, und wir machen jetzt alles mit Erniedrigung. Das heißt also, Ass-Dur, da habe ich jetzt nenne das mal hier raus so. Ass, so kann man das schreiben, Ass, ja, und wenn man jetzt Noten schreibt, dann schreibt man das so. A, B, A, B, B, H, C, D, B, D, E, B, E, F, G, B, G, A, B, ne? Ass, A, B. Ne? Da wäre also, wenn wir es in Deutsch schreiben jetzt hier, dürfen wir hier kein BB schreiben, das macht man nur im Englischen BB, ne? Im Deutschen schreibt man nur B. Dass man das weiß, ne? So. So, dann haben wir jetzt hier A, B, A. B ist die halbe Verbindung von dem hier, kommt also im Grunde ein B hin. Ne? Wenn man jetzt das so genau nimmt, hat man jetzt hier ein B. Ne? Weil der H ja vermindert ist. Ne? Aber wir schreiben in Deutschland hier die Verbindung einmal B. C, Des heißt das hier, also einen halben Ton tiefer als D. S, das war das letzte, was ich mal geübt habe jetzt, ja. Und jetzt übe ich ja Ass. Und dann geht es folgendermaßen. Ich habe jetzt hier diese 12 Töne in diatonischen Halbtonschritten. Ne? So, und die 12 Töne, die ziehe ich jetzt mal raus. Dann mache ich jetzt wieder Folgendes. Ich nehme jetzt wieder einen Stift, dass ich mir das wieder zeigen kann, wie ich das mache. Nehme ich wieder einen richtig schönen, fetten, dicken roten. So, dann muss ich ja im Grunde, wenn ich die Tonleiter haben will, die Dur-Tonleiter aus 12 Tönen machen. Das sind diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Töne. Ja, dann nimmt man dann erstmal den ersten, den Grundton, worum es jetzt geht. Da ist Ass. Ja, hier. Ass, den nehmen wir mal als ersten Ton hier, als erste Note. Das AB sieht man ja hier, ne? AB. Haben wir das erste B. Wenn man Ass-Dur hat, hat man vier Bs drin. Oder wenn man Noten schreibt, vier Bs, wenn man Ass-Dur hat. Beziehungsweise paralleler Motonleiter F-Moll, ne? Hat man vier Bs hier drinnen stehen. So, da war der erste Ton, das ist der Grundton Ass.
Jetzt mache ich mir erstmal die zwei Tetrakkorde fertig. Das heißt also, ich mache jetzt einen Halbtonschritt und noch einen Halbtonschritt, also zwei Halbtonschritte. Das heißt im Grunde einen Ganztonschritt. Den ziehe ich hier runter. Zack. Habe ich schon das zweite B. Das ist ja gerade gesagt. Im Grunde kann man jetzt B, B schreiben. Im Englischen macht man das auch so. Jetzt hat man hier das zweite B. Ein B, A, B, ne? Und das. Ast ist vermindert und H ist auch vermindert. So. Jetzt machen wir den nächsten Schritt. Das heißt, der zweite Schritt wäre wieder ein Ganztonschritt. Ein Halbtonschritt und ein Halbtonschritt. Ergibt einen Ganztonschritt. Den ziehe ich als Note hier runter. Dann habe ich schon mal C. Dann habe ich A, B, B und C. Und dann brauche ich zum Tetrakkord ja noch einen Halbtonschritt. Das ist der. Von Cis, also von C, man könnte jetzt auch sagen, von C nach Cis ist ein Halbtonschritt. Aber man sieht, wir erniedrigen das ja. Wir machen jetzt nicht C, Cis, sondern wir machen D, Des. Na, weil das ja alles vermindert wird, wird nicht erhöht. So, dann haben wir den Ton auch. Dann haben wir schon den ersten Tetrakkord, die ersten vier Töne zu der Tonleiter. A, B, B, C und D, B. Oder As, B, C und Des. Na, dasselbe müssen wir jetzt nochmal machen, nochmal vier Töne im Tetrakkord. Das heißt also, ich brauche den Grundton erstmal, einen Tonschritt weiter. Nur den hier. Erste Grundton. Ein Ganztonschritt, na, wie hier auch ein Ganztonschritt. Jetzt nochmal ein Ganztonschritt. Hat man den und einen Halben. Na, von G nach Ass. Na, wenn man von G nach Ass geht, Halbtonschritt, dann macht man den noch hier. Und dann hat man die Dur-Tonleiter in Ass-Dur. Ja, die wird dann so notiert hier. As, B, C, Des, S, F, G, As. Ja. Das wäre jetzt die sogenannte Tonleiter. Diese Tonleiter werde ich jetzt mal schreiben. Wir werden die auch so schreiben, wie die jetzt hier steht. In diesem Bereich werden wir die machen. Nicht hier in diesem Bereich, sondern wir gehen hier ein bisschen tiefer, oder? C, H, A. Und dann wird wie das A vermindert. So, das will ich jetzt in folgendermaßen machen, indem ich hier unbekannte Partitur wieder mache. Ich schreibe mir da rein. As-Dur. As. Dur. AB kann man auch schreiben, AB. Tonleiter. Tonleiter. Machen wir das kleine Tonleiter so. As-Dur, AB, ne, also As-Dur wird auch so geschrieben, AB, Tonleiter. Dur-Tonleiter. Das mache ich jetzt mal. So, haben wir das schon mal notiert. Das haben wir jetzt gesagt. Also die As-Dur hat im Grunde vier Kreuze, nee, nicht Kreuze, das ist falsch. Falsch, wo sind denn die, wenn ich die Kreuze haben? Ich will hier die Bs haben. Das sind so drei Bs. Ich sehe das gar nicht mehr so richtig. Das sind fünf Bs. Allzu viel. Drei Bs. Das ist ja lang hier. Vier Bs, das ist das hier, ne? So, das sind ja schon wieder die Kreuze. Ja, das ist halt, weil ich nichts mehr sehe, ne? Ich muss da mal hin. Sehe ich das nicht. Das ist schlecht. Das dann haben wir die 3 Bs. Da muss man das dann irgendwie.
Da sind die vier Bs. Jetzt habe ich selber raus. Da sind die vier Bs. Ne? Das heißt also, wenn ich die Tonleiter jetzt mache, ich schreibe den mal hier rein. Hier. Dann habe ich ja hier A. Ne? Das ist der Ton A. Ich muss gucken, ob ich Sound habe hier. Dass man das auch hört. Ne? Ach, hört man, das war. Das lauter man nochmal. So, ist der Ton hier, ist noch nicht vermindert. Ne? Die Bs hier, die schreibe ich jetzt nicht hier rein, sondern ich schreibe die vier Bs, die hier in dieser Tonleiter gehören. Aber jetzt schreibe ich jetzt hinter den Noten hier, ne? Oder vor den Noten. Das heißt also, der erste Ton jetzt, hier wird ja vermindert. Da ist Ass. Da ist der Grundton Ass. Oder man kann auch sagen Gis, ne? Von G nach A hin ist ein halber Ton höher. Gis. Und von A einen halben Ton tiefer mit dem B ist es ein Ass. Das heißt also, ich habe hier einen A-Ton und der wird um einen halben Ton vermindert. Ass. Ja? Und da wir jetzt sieben Töne haben, das haben wir jetzt hier rausgekriegt. A, B, C, D, E, F, G und A. Und dann immer die Bs dabei. Dann hat man die Tonleiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann wieder A, B. Ne? Zum Abschluss wieder dasselbe. So, dann mache ich jetzt mal. Na, haben wir jetzt den Grund, den habe ich ja jetzt schon. So, jetzt zupfe ich die mal ganz schnell hoch, die Tonleiter. Drei, vier, fünf, sechs, sieben und dann wieder das A. Und das A haben wir ja gesagt, muss ein B haben. Hier vorne auch. Ne? So, jetzt haben wir gesehen, dass wir hier, wie wir das hier geschrieben haben, dann sehen wir, das B hatten noch an. Das B hier, das D, beziehungsweise das und das S. So. Das heißt, A, H muss um halben Ton vermindert werden. Wollen wir auch an B. Dann haben wir hier an C. Dann haben wir an D, das muss vermindert werden. Und S. E, halben Ton tiefer. Dann haben wir S. Ja, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Bs drin. Und weil wir hier beim A ja ein B haben, haben wir hier oben im A ja auch ein B, ein Ass. Ne? Ist ja klar, ich sage Ass und Ass. Will ich das mal ganz kurz gerade rücken, ein bisschen so, dass man das hier in einer Reihe hat. Ne? So, dann haben wir ja schon mal hier die Ass-Dur-Tonleiter. Die höre ich mir jetzt mal an, wie die sich anhört. Das ist die Ass-Dur-Tonleiter. Das ist die hier. Ja, aus 12 Tönen, aus der chromatischen Tonleiter, beziehungsweise chromatische Tonleiter in diatonischen Schritten, Halbtonschritte, ja, haben wir jetzt hier eine Dur-Tonleiter in Ass-Dur. So, das wäre die jetzt hier, die wir jetzt gerade gespielt haben. So, wenn man die Dur-Tonleiter hat, dann kann man sich jetzt aus dieser Dur-Tonleiter kann man sich jetzt sieben neue Tonleitern machen. Das heißt also, ich fange zuerst mit diesem Ton an und gehe dann hier hoch. Als nächstes nehme ich den zweiten Ton, diesen Ton hier,
Und gehe dann die Tonleiter hoch, bis zu demselben Ton, ein Oktav höher. Das hieße dann folgendes: Denn durch diesen Ton hier, den ich jetzt hier habe, setze ich jetzt mal hier runter. Direkt darunter, hier. Kann man das mal so ein bisschen verfolgen, was ich hier mache? Zack. Der kriegt auch gleich ein B, weil er auch ein B hat, ne? So. Sieht man das? Ja, ne? Jetzt nehme ich den dritten Ton und könnte den gleich hier hinten reinsetzen. So. Ne? Aber ich mache jetzt erstmal die ganze Tonleiter jetzt hier. Alle Töne, die jetzt nach diesem Ton kommen, die setze ich jetzt hier rein. Ne? Das heißt also, diese könnte ich jetzt alle kopieren hier. Zack. Gott, das war jetzt falsch. Ich wollte nicht, ich wollte den das anders machen. Ich wollte den nämlich. Könnte man die gleich kopieren hier, Dina? Nee. So kann man das machen, ne? Und diese ganzen Töne könnte ich jetzt kopieren und da einfügen. Ja, aber ich mache das anders. Ich werde das einzeln machen, dass man es versteht. Also jetzt haben wir schon mal den zweiten Grundton. Jetzt nehme ich den dritten Ton aus der Tonleiter. Das wäre der. Und machen wir eine neue Tonleiter. Mit dieser Tonleiter fange ich von mit hier an und gehe dann hier hoch. Das heißt also, die erste ist die ionische Tonleiter, die zweite ist die dorische Tonleiter und die phrygische Tonleiter. Und so weiter und so fort. Das sind die modalen Tonleitern. Nehme ich den dritten Ton aus der Tonleiter und mache die nächste Tonleiter hier. Das heißt also, den muss ich genauso setzen wie den. Das ist ein C. So. Mache ich den nächsten Ton an D, aber der ist vermindert, den muss ich dann in der vierten Tonleiter machen. Ja, dann hier der Ton, gehe ich mal hier runter. D und er muss dann vermindert werden. Ja, noch mal gucken. So haben wir den vermindert. So. Den Taktstrich brauche ich gar nicht. So, dann haben wir den schon mal, ne? Dann haben wir schon 1, 2, 3, 4, jetzt haben wir noch einen, da kommt dann mal diesen Ton hier. Das ist jetzt das E. Dann müsste ich den jetzt als neue. So, da ist er. D. E müssen wir jetzt haben, das wäre dann hier. Der wird vermindert auch, EB. Na, so war falsch. E, so. Dann haben wir hier den B, da haben wir jetzt hier noch ein F. Da müssen wir den nächsten Tonleiter nehmen, die F. F wäre dann hier. F bleibt wie es ist. Nach F kommt der nächste Tonleiter, habe ich jetzt die letzte Tonleiter. Das heißt also, wir haben hier F. Dann habe ich jetzt noch G als Grundton. G. Die letzte Tonleiter ist dann mit G. Ja, machen wir dann so. Und dann haben wir schon. Brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Der ist auch ein Takt, den brauchen wir auch nicht. Ja, ich halte das ziemlich einfach jetzt, dass man das schön versteht, beziehungsweise dass ich das besonders gut verstehe. Das heißt also, die Grundtöne, die ich jetzt hier habe, dann habe ich jetzt jeden Ton, den ersten habe ich hier eingesetzt, den zweiten habe ich da eingesetzt, den dritten da, ja. Also sieben Tonleiter kann ich jetzt machen. Das heißt also, diese Tonleiter fange ich jetzt an und gehe dann hier hoch, so wie das jetzt hier weitergeht. Der nächste Ton wäre der hier. Und so gehe ich jetzt die Tonleiter wieder hoch. Ja,
dann muss ich den letzten natürlich dann mit ansetzen wieder, wo ich angefangen habe. Das wäre der. Na, jetzt mache ich die ganzen Bs da rein, die hier fehlen. Das ist B, muss jetzt da rein. Sieht man ja, ne? Da muss ein B rein. Da muss ein B rein. So, B. Was haben wir hier? Da haben wir nichts mehr. Da haben wir noch einen. Das ist das A. Da muss ja das Ass rausgemacht werden. Und schon haben wir die sogenannte. Hat er nicht gemacht? Will er nicht? Da ist er. So, und da haben wir jetzt den ja hier als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das wäre B, ne? Ass und B, da muss ich jetzt auch noch mal, dass wir auf B kommen. Da will ich dann jetzt hier. So, da haben wir das schon mal zusammen. Jetzt werde ich das mal formatieren. So, da hat man jetzt diese Tonleiter von hier angefangen. Das ist die erste Astro-Tonleiter. Und das ist jetzt die modale Tonleiter von Astor. Die zweite ist die dorische. Ionische Tonleiter und die dorische Tonleiter. Ja, das sind jetzt die sieben modalen Tonleitern, die ich jetzt hier mache. Ja, das heißt, ich fange jetzt mit die dritte Tonleiter fange ich jetzt an. Das wäre in die phrygische. Die fange ich jetzt an mit dem dritten Ton. Mit E. Beziehungsweise das ist das hier, ne? Das ist das hier. Nee. Ach, ich habe die jetzt schon alle untereinander gesetzt. Genau, da könnte ich doch theoretisch. Ich werde jetzt mal die ganze schnell die modalen Tonleiter machen. Dass ich da gar nicht viel schnassel jetzt. Also, da kann man jetzt die ganzen Tonleiter machen hier. Mit der nächsten an, das heißt also, das war jetzt hier die Tonleiter. Genau, das Ass, das ist B und das ist die C. Jetzt machen wir das, genau, das ist das hier, die das. Nächste Tonleiter, das wäre S. Na komm her. Na komm, mal so eine Dinger jetzt hier. So, jetzt kommt im Grunde die wichtigste dazu, zu der Astro-Tonleiter wäre die wichtigste, die sechste modale Tonleiter, dann sind wir die parallele Molltonleiter zu Astur. Die machen wir jetzt mal, das heißt also F Moll. So, dann machen wir den letzten noch, dann müssen wir gleich noch die ganzen Bs reinmachen. Ich habe das jetzt nur auf schnell gemacht, dass ich das jetzt nicht so lang ziehe. Na, komm so runter. So, die werde ich mal kurz mal alle automatisieren. So, das heißt also im Grunde, ich muss jetzt die ganzen Bs da reinmachen. Alle Bs, die jetzt hier drin sind. Ne? Ich muss jetzt hier wieder rein machen. Das heißt also, H,
Einen halben Ton vermindert ist B bei uns in Deutschland. Ne? B nennt sich das. B. Des. Es. G. As und D. So, das ist dann die ionische Tonart, die erste. Die zweite ist die S, die As phrygische Tonleiter. Jetzt kommt die, ne, die dorische, jetzt kommt die phrygische, die ist die dritte, ne? Ionische Tonleiter, die zweite ist die dorische Tonleiter, die dritte ist die phrygische Tonleiter. Dann machen wir die Bs jetzt rein. Das heißt also, hier habe ich C, Des, Es, F, G, As. Jetzt schon mal die lydische, das ist jetzt die ionische, die dorische, die phrygische. Jetzt kommt die lydische, die vierte Tonleiter ist die phrygische Tonleiter. Die lydische Tonleiter, die vierte. Ne? Dann haben wir hier jetzt des. Verbindet. B ist wieder verbindet. C und Des. Des müssen wir wieder verbindet. Also D müssen wir verbindet, das ist ein Des. Ne? Na, kommt zurück. Nicht wie ich ja drüber. So, haben wir. Das haben wir die fünfte Tonleiter. Jetzt haben wir die so, erst sind ionische, dorische, phrygische, lydische. Jetzt kommt die mixolydische, ist die fünfte modale Tonleiter, die mixolydische. Die fängt dann mit E an. E ist vermindert. F, G, A ist um halb vermindert. H ist um halben Ton vermindert, also in Deutschland heißt das B. C, Des, also D, vermindert oder E, vermindert. So, haben wir wieder vier Kreuze, vier Bs, ne? Und jetzt, wie gesagt, jetzt kommt hier dieses F-Moll, diese parallele Moll-Tonleiter. Fängt mit F an, G, A wird um einen halben Ton vermindert, As. H wird um einen halben Ton vermindert, B. C, Des, also D wird vermindert um einen halben Ton. Schritt. S. Noch hoppa. So, ist er vermindert. S. F und G. Das ist die Molltonleiter. Das ist im Grunde hier F-Molltonleiter. Ja? Und jetzt hätten wir noch die, das ist dann die sogenannte eolische Tonleiter, die von aus As-Dur. Ist das die äolische, as äolisch, sagt man dazu, ne? Lass sie mal spielen. Ja, das ist F-Moll. Die Tonleiter. Das sagt man aber hier in den modalen Tonleitern zu As-Dur. Die sechste modale Tonleiter ist die parallele Moll-Tonleiter. Hier zu As-Dur, ja, ist F-Moll. Wir machen hier ganz kurz noch die lokrische. Das heißt also, die fängt jetzt an mit G.
A müssen wir, ja, wir wollen vermindern. H müssen wir auch vermindern. C, D wird vermindert im hohen Ton. Ne? Na, wo ist er denn? S oder E. E brauchen B. So. F, G. So haben wir doch die logische auch schon. Das heißt also, ich habe jetzt die sieben modalen Tonleitern. Ja, Astur. So, das heißt also im Grunde, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, dann könnte ich die jetzt mal durchspielen lassen. Die sieben modalen Tonleitern, ja? Fängt mit Astur an, Ionisch, die erste, die zweite ist Astorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Ionisch. Die sechste ist die parallele Molltonleiter, ganz wichtig, ne? Die Durtonleiter und die parallele Molltonleiter. Die anderen, zwar zum Üben ganz gut, die modalen Tonleitern, aber die sechste ist mal ganz wichtig hier, ne? Die parallele Molltonleiter. So, die lasse ich jetzt mal alle mal durchlaufen. Alle sieben modalen Tonleitern. Fängt die Tonleiter mit den Grundtonen an. Jetzt fängt die Tonleiter damit an. Mixolydische, die fünfte modale Tonleiter. Jetzt kommt die parallele Molltonleiter, F-Moll. Das ist die logische, ne? So, das sind die sieben modalen Tonleitern. Jetzt haben wir aus den sieben modalen Tonleitern sieben verschiedene Akkorde bauen. Das sind die sogenannten Stufenakkorde. Das heißt also, ich mache den ersten Akkord jetzt hier zu Astur. Aus der Astur-Tonleiter oder aus der AB-Dur-Tonleiter mache ich jetzt einen Akkord. Das heißt also, ich nehme den Grundton, Ass. Und dann gehe ich, wie man hier so sagt, den ersten Ton, den zweiten Ton und den dritten Ton. Das ist der sogenannte Terz. Den ziehe ich hier rüber. Den dritten Ton vom Grundton aus. Dann habe ich den zweiten Ton. Dasselbe mache ich jetzt nochmal. Vom dritten, den ich jetzt gezogen habe, den nehme ich als 1, 2, den dritten Ton. Das heißt also wieder ein Terz. Ne? Dritte Ton ist mal ein Terz. 1, 2, 3. Den ziehe ich jetzt hier rüber. Und muss dem natürlich auch das B geben. Wenn ich das B jetzt nicht habe, dann hört sich das schräg an. Das B muss ich jetzt mit eintragen, dass der Ton dann auch vermindert ist. Ja? Dann sieht man, haha, das ist vermindert, die beiden. Ja? Wenn man es rüberschieben soll, sieht man das. Ne?
2Bs. Das ist jetzt zum Beispiel Asdur, der Akkord, Dreiklang. Ja, dasselbe mache ich jetzt mal mit der parallelen Molltonleiter, denn die beiden sind eigentlich wichtig. Ass, Dur und zum Ass-Dur die parallele Molltonleiter bzw. der Akkord dazu ist F-Moll. F, Grundton, 2, 3, den dritten Ton, also den Terz, setze ich über den Grundton. Dazu muss ich dann B wieder machen. Weil da ist auch ein B, ne? Muss da auch vermindert werden, ist ja logisch. Hat er nicht gemacht? Warum macht er nicht? Machst du, was ich will? Also. So, dasselbe machen wir jetzt nochmal. Von hier aus 1, 2, 3, ein Terz, rüberziehen, über den Akkord setzen. Zack, jetzt hat man einen Dreiklang. Da kann man jetzt vier Klänge rausmachen oder fünf Klänge und sowas, ja. Aber als Grundakkord hat man erstmal Dreiklang. Dann hat man im Grunde jetzt hier F-Moll. Der ist der F-Moll-Akkord. Den kann man sich auch mal anhören. Ja? Und As-Dur ist der Akkord hier. So, jetzt kann man das mal mit allen modalen Tonleitern noch machen. Das heißt also, der erste ist Astur. Den zweiten Ton, den wir gezogen haben, ist ja der hier. Na, den haben wir dann hier hingesetzt und die Tonleiter hier hochgegangen. Das heißt also, nehmen wir wieder Grundton. 1, 2, 3, den rüberziehen. Ein B verpassen. Den rüberziehen, ne, immer wieder die Terze setzen. So hat man einen zweiten Akkord. Dann machen wir es wieder mit dem auch. 1, 2, Terz drüber setzen. Kommst du? B rausmachen. Zack. Dann gehen wir von hier aus. 1, 2, 3. Dann G, dann ziehen wir hier rüber und schon mal mit einem Grundakkord. Der dritte, das ist ja der dorische, das ist der dorische Grundakkord, das ist ja der phrygische Akkord. So, dann machen wir den lydischen Akkord. Ass, lydisch. Erster Grundton, 2, 3, rüberziehen. 1, 2, 3, rüberziehen. Das B dabei tun. Die Verminderung, schon hatten wir den nächsten Akkord. Das war jetzt die lydische. Der lydische Akkord. Jetzt kommt der mixolydische Akkord. Mixolydisch. 1, 2, 3. Rüberziehen. 1, 2, 3. Statt B. Rüberziehen. B rausmachen. Zack. Jetzt die parallele Molltonleiter. Da haben wir ja dieses F-Moll, den F-Moll-Akkord. Jetzt machen wir den letzten Akkord. Ist der logische Akkord. Das heißt also Grundton. Hier ist es jetzt G, Ass, B. Das heißt, erste, zweite, dritte Ton, der Terz wird rübergezogen, dann rübergesetzt. Das B müssen wir natürlich auch haben. So, dann machen wir nochmal mit dem B 1, 2, 3, den setzen wir drüber. Okay, oder? So, ne? Das, den müssen wir wieder an. So, haben wir es fertig. Ah ne, da war jetzt, da war, der hat sich nicht gepackt. Warum packt er sich da nicht? Hopp. Aha, so. Mal gucken, ob wir das richtig gemacht haben. Erste. Ja, da sind die beiden, ne? Genau, da sind mal die beiden Bs. So. Na, die brauchen wir für den Akkord, brauchen wir die. Na, du rutschst da nicht weg. So, du bleibst da so, wo du ihn hörst. So, würde ich sagen, jetzt kann man die mal laufen lassen, ja? Jetzt habe ich sechs Akkorde, beziehungsweise sieben. Ass, Dur,
B-Moll. C-Moll. D-Dur. Des-Dur ist das. Des-Dur, Es-Dur, F-Moll, und das ist hier dann G0, G halb vermindert hier. Na, das sind die sogenannten 7-Stufen-Akkorde, die ich jetzt gebildet habe. Das sind die 7 modalen Tonleitern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aus jeder Tonleiter habe ich einen Akkord gemacht, das sind die Stufenakkorde jetzt. Erster Akkord, As-Dur. B-Moll, C-Moll, Des-Dur, Es-Dur, F-Moll und G halb vermindert, ja? So, das lasse ich jetzt alles nochmal durchlaufen. Und höre ich mir jetzt mal an, ob das auch alles richtig ist. Mit Akkorde jetzt, immer die Grundakkorde mit drin, sind die Stufenakkorde, das sind die Akkorde hier. Die drei Klänge hier, ja? Lass ich durchlaufen, nach und nach. As-Dur. Und erste modale Tonleiter, As-Dur. Erste Stufenakkord. Zweite Stufenakkord. Ja, die Akkorde sind aus dieser Tonleiter gemacht, diese Akkorde. Aus jeder Tonleiter habe ich jetzt einen Akkord gemacht. Die 7-Stufen-Akkorde. Mixolydisch. F-Moll, parallele Mondtonleiter. Die sollte man sich merken auch, ne? Zu As-Dur. So, das waren die 7 Stufenakkorde, beziehungsweise die Tonleitern, wo die Akkorde rausgemacht sind. Ja? 7 modale Tonleitern und 7 Stufenakkorde. So wird es gemacht. Ja? So, dann kann man wieder zurückgehen. Jetzt haben wir aus dieser Tonleiter haben wir jetzt 7 Stück gemacht hier. Grund, Tonleiter, Stamm. Tonleiter in AB, also in As. Daraus habe ich dann 7 modale Tonleiter gemacht. So, dann ist dann im Grunde, kann man das nochmal hier im Bassbereich sehen, also wenn man das im Bass notiert, dann sähe das so aus. As-Dur, ne? Und das ist Violinschlüssel. Und dasselbe kann man jetzt nochmal machen mit F-Moll. Sage ich ja, da ist jetzt die As Dur-Tonleiter und das wäre jetzt die F-Moll-Tonleiter, die 6. modale Tonleiter. Kann man auch noch im Bassbereich sehen, so, ne? Das ist jetzt F-Moll hier. F, G, A, B, B, C, D, B, E, B, F. Ja, ist dieselbe, die ich jetzt hier habe, wie ich als 6. hier habe, ne? Fünfte, sechste, das ist diese hier.
Melodie ist etwas falsch. Weil ich da was falsch gemacht. Und nein, ich habe mich wieder was verfrickelt. Das will ich gleich mal überprüfen. Ne? Aber auf jeden Fall, so wie das gemacht. Das sieht aus, als wenn ich da irgendwie einen Fehler reingebaut habe. Wie ich da gerade so sehe. Muss ich gleich nochmal überprüfen. So. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Grunde so das Grundschema, so, ne? Wie es funktioniert. As-Dur ist die Tonleiter. Daraus macht dann man dann 7 modale Tonleitern. Und dann werde ich mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mal das kopieren und werde das nochmal hier einbauen. Das könnte ich eigentlich ganz kurz nochmal machen. Das sind Teile, die wir noch haben. Na ne, scheint alles richtig zu sein. So, jetzt habe ich mal ein bisschen noch rumgebastelt. Das heißt also, ich habe das jetzt hier kopiert, was ich vorhin gemacht habe. Das ist die As-Dur-Tonleiter und das ist die F-Moll-Tonleiter. Das ist die parallele Moll-Tonleiter, also die 6. modale Tonleiter von As-Dur, ne, was ich gerade hier so gemacht habe. So. Dur-Tonleiter. Und die 6. modale Tonata ist die parallele Molltonata, ist F-Moll. Kann man kleiner machen ein bisschen. So. 1., 2., 3., 4., 5., 6. modale Tonata ist F-Moll und As-Dur. Also die sind eigentlich relevant hier, also wichtig, ja. Die anderen, die modalen Tonaten, die sollte man schon üben, dass man das, dass man vieren wird auf diesen auf dem Instrument, was man übt, ja. Aber wichtig ist eigentlich die Dur-Tonleiter und die parallele Moll-Tonleiter. Das habe ich jetzt kopiert, habe das nach OneNote nochmal gebracht. Jetzt habe ich das separiert. Das heißt also, hier habe ich jetzt die As-Dur-Tonleiter nochmal. Ne? Habe ich ja gezeigt, wie ich die entwickelt habe. Aus 12 Farbtonschritte holt man sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Töne raus und dann hat man die Grundtonleiter. Und die parallele Molltonleiter ist die 6. Stufe von den modalen Tonleitern. Das habe ich jetzt hier auch nochmal aufgeschrieben. Ja, das ist ja das, was ich vorhin gebastelt habe. Was das hier ist. Da kann man ja ganz kurz nochmal laufen lassen. Wenn ich die jetzt in 1 durchlaufen lasse, das ist im Grunde das hier, was man jetzt hier sieht. Ne? Das mache ich jetzt mal. Ich werde jetzt mal das mal anschmeißen, fange hier an und lasse die ganzen 7 modalen Tonleiter mal durchlaufen. Das ist As-Dur jetzt, die ionische. As-Dur. Die dorische, B-Moll, jetzt kommt phrygische, C-Moll, Stufenakkorde. S-Dur. Mixolydische. E-Olische. Parallele Molltonleiter zu F-Moll, ja? Also zu As-Dur. Dann kommt noch die Logrische. Sieben modale Tonleitern.
haben wir das alles durchgespielt. Das heißt also im Grunde, das sind die Stufenakkorde. 1, 2, 3, die Tonleitern, die modalen Tonleitern, wenn man die hier hochgeht. Die modalen Tonleitern, ionisch, dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, äonisch, logisch. Aus den Tonleitern macht man die ersten Akkorde, das sind die Stufenakkorde, und spielt diese Stufenakkorde hintereinander. Dann hat man As-Dur. As-Dur, B-Moll, C-Moll, Des-Dur, Es-Dur, F-Moll und G halb vermindert. Sind die Stufenakkorde von As-Dur. Und das werde ich hier als Thumbnail dann zu der Sendung dann dabei packen wieder, ne? Und dann würde ich sagen, damit ist das Thema jetzt erledigt. Da habe ich jetzt alles das erreicht, was ich erreichen wollte. Das ist aber jetzt theoretisch. Und die nächste Sendung, ich weiß gar nicht, ob morgen oder übermorgen, so wenn ich mal so Bock habe morgens, dann werde ich mich mal wieder an der Gitarre setzen und das auf Gitarre umsetzen wieder, ne? As-Dur. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt die modalen Tonleitern in der Sendung bringe, sondern ich mache dann die ionische und die äonische Tonleiter, beziehungsweise die parallele Molltonleiter, ne, die beiden sind ja wichtig. So. Das werde ich dann mal üben. Dann werde ich die Stufenakkorde wieder üben, sieben, die Dur-Tonleiter und die Molltonleiter, ne? Man kann dann auch die alle Tonleitern durchspielen, das wären dann die sogenannten modalen Tonleitern, ne? So, das ist jetzt einmal das Theoretische. Das Praktische mache ich die Tage dann noch, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Zeit ich verballert habe. Ja, ich würde sagen, das reicht auch, ne? Über 50 Minuten. Also das ist immer ganz wichtig zu wissen, so, dass man GIS, also eine chromatische Tonleiter hat, wenn die hochgeht. GIS, AA ist und sowas. Und wenn man dieselbe Tonleiter abwärts geht, in diatonischen Halbtonschritten, dann macht man immer ein B vor oder ein hier As oder AB. Ne? Am besten, wenn man dann Noten schreibt, AB, DB, EB, GB. Das sind die Grundschriften. Ne? So, die Dur-Tonleiter in As, As-Dur-Tonleiter und das ist die parallele Molltonleiter, die sechste modale Tonleiter, F-Moll. Die werde ich dann dazu üben. Ne? Das ist wichtig, wenn man As-Dur übt. Okay, dann war ich es verlassen. Macht doch einen schönen Tag, der Sommer ist richtig da. Ich werde jetzt gleich mal wieder raus in die Sonne gehen. Mal schauen, was los ist, oder? Also bis dann, ciao, ciao. Ich werde jetzt nochmal das Umschalten nochmal laufen lassen, dass man das jetzt nochmal hört. Und dann ist das Ding eigentlich erledigt, ne? Mach das mal größer. Machen wir sieben Stufen nochmal durch. Ciao, ciao.
Tonleiter F-Moll. So, ciao, ciao.